Don William, Stefan Mann kennt es nicht. Ja, hallo. Ich denke, es ist ganz wichtig und das ist heute auch ein Zeichen an den Rest der Landwirtschaft, an alle Produktionsbereiche, die wir kennen. Die Milchviehhalter haben vor 10 Jahren den Aufschlag gemacht. Jetzt sind alle gefragt, weil diese Probleme, die wir jetzt haben, alle betreffen. Und deshalb müssen alle mit anpacken, diese Probleme zu lösen. Und wenn es auf konventionellen Wege nicht geht, wenn durch politische Gespräche, durch Aufklärung, durch Sachverstand keine Besserung eintritt, dann müssen wir endlich wieder anfangen, das in die Waagschale zu werfen, was wir eigentlich noch haben. Das ist unsere Produktion. Und ich kann dem Erwin nur beipflichten, wir müssen es angehen, weil die Zukunft unserer Kinder, Enkel steht auf dem Spiel. Und die Ernährungssouveränität wird das Land erst erkennen oder die Länder erst erkennen in der EU, wenn es zu spät ist. Und deshalb müssen wir vorbeugend etwas dagegen tun, dass man Europa ausverkauft, um der Industrie und der Politik quasi den dicken Arsch zu schmieren. Da ist endlich Schluss mit, da müssen wir aufhören mit. Dass wir auf der anderen Seite Veränderungen brauchen, auch bei uns Bauern. Wir müssen erkennen, dass wir mit einem weiter so wie bisher nicht weiterkommen. Wir müssen uns ändern, wir müssen wieder unsere Produktion selber bestimmen. Das ist das, was die MIG, was der BDM, was die LDB, was alle milchviehhaltenden Organisationen in Europa gemeinsam haben. Wir wollen die Verantwortung für unsere Produktion übernehmen, um einen anständigen Preis zu bekommen, um eine anständige, zukunftssichere, der naturgerecht werdende Produktion an den Tag zu legen. Und das müssen wir der Politik klar machen über die Bevölkerung. Und wenn die das sehen, dass man jetzt ausverkauft wird und dass in Zukunft der Urwald brennt, nur um Überproduktion zu machen, dann muss endlich umgedacht werden und wir sind die Ersten, die dabei waren und es angestoßen haben. Noch eines möchte ich sagen. Wir haben jetzt eine Situation, wo viele Bauern in den letzten 10 Jahren ihre Betriebe aufgeben mussten. Ich finde es eine Schande, dass man da zuguckt und nichts dagegen tut. Nur wenn wir den Zusammenhalt wiederherstellen, wie wir ihn einmal hatten, dann wird es umso schwerer und es gibt keine Gewinner von dieser Situation. Deshalb zusammenstehen und anpacken. Das ist mein Motto. Und Erwin, dafür musst du als EMB-Präsident einstehen und uns nach vorne bringen. Danke.